Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Grandia für mich mit einer neuen Aufnahmesession und wir haben zuletzt an einem interessanten Spot aufgehört und ich glaube, dieser Raum wird sich ganz gut eignen, um mich wieder ein bisschen warm zu kämpfen, ne? Oder was sagst du, schnuggeliges Ammonit oder wie du heißt? Seht er sich auch? Ich habe vorhin aus dem Augenwinkel gesehen, wie der sich hier noch rumbewegt hat. Keine Ahnung, warum der jetzt stehen bleibt. Ja, auf jeden Fall haben wir einen Angriffsvorteil. Das ist schon mal gut. Und wir können ja jetzt, seit Fina in unserem Team ist, auch ein bisschen was Neues machen. Zum Beispiel zaubern. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob ich das tun möchte, weil ich denke, dass wir jetzt kurz vor einem Bosskampf stehen. Aber ich glaube, einmal kann ich das mit jedem bringen, oder? Obwohl, sie hat jetzt ihre SP voll. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob ihre MP auch voll sind, aber egal. Also wenn es wirklich hart auf hart kommt und im nächsten Raum ein Boss auf uns wartet und mir irgendwas fehlt, dann... also ein SP oder ZP oder wie das hier nicht alles heißt, dann kann ich ja notfalls laden, ne? Aber wenn die drei hier schon so beieinander stehen, dann... will ich die auch gerne möglichst effizient vermöbeln. Und es sind noch mindestens zwei Geister hier im Raum. Warte mal, ich mach mal das Ganze ein bisschen lauter bei meinem Headset. Ich weiß gar nicht, durch welches Spiel ich das so leise eingestellt habe, aber okay. Und ich nehme Grandia heute nach langer Zeit mal wieder zu einer sehr humanen Uhrzeit auf. Ja, das war die letzten Male, aber immer dem Zufall geschuldet. Aua, kaum gucke ich auf die Uhr. Packt da hier voll die Special Moves aus, ey, was geht? So, es ist nämlich 16.15 Uhr, ja. Die wahrscheinlich normalste Aufnahmezeit auf diesem Planeten. Wie ein Otto-Normalsterblicher zum Feierabend. Jawohl. Weil die meisten Leute, die ich kenne, die sind erst später zu Hause zum Feierabend. Ich eigentlich auch, aber heute war ein bisschen früher Schluss, muss ja auch mal sein. Kann ja nicht immer bis in die Puppen machen, ne? So... den Raum habe ich mir, glaube ich, beim letzten Mal gar nicht angeguckt. Ich bin schon wieder top vorbereitet, wie man merkt. Ich weiß nur noch, dass dieser Ort total verwirrend war für mich. Und die Parts, wo ich hier auf dem Schiff mein Unwesen getrieben habe, die sind auch noch nicht online. Also falls mich ultimative Survival-Guide-Orientierungstipps erreicht haben sollten, dann haben sie mich noch nicht erreicht, auch wenn das gerade irgendwie etwas widersprüchlich klingt. So, die Kamera funktioniert hier genau entgegengesetzt zu Trails in the Sky, was natürlich ja etwas schwierig zu koordinieren ist, wenn ich zwischen den Spielen hin und her springe. Aber mal gucken, 4 Stück. Hätte ich mal eigentlich meine ganzen Zaubergedönssachen hierfür aufheben können. Aber mit Justin können wir uns jetzt ein bisschen austoben. Würde ich auch machen. Der hat im letzten Kampf nämlich gar nicht angegriffen. Die Geister haben aber, glaube ich, auch nicht so viel vertragen, oder? Ich glaube, ich werde jetzt versuchen, mich hier mit Kombi-Angriffen durchzumogeln. Und alle erstmal auf den gleichen Gegner schicken. Wobei, vielleicht schafft Justin einen auch alleine. Jawohl. Das schafft er. Und ich lag mit meiner Erinnerung auch richtig, dass die nicht so viel vertragen. Ich glaube, die können aber gut austeilen, oder? Bin mir auch nicht mehr sicher. Soll ich jetzt speichern, wenn ich hier alle umgehauen habe? Oh! Wie ich mich gerade an der Stirn kratzen wollte, vielleicht sollte ich das öfter tun. Dann scheinen die nämlich auf ominöse Art und Weise Dinge zu lernen. Sag mal, lernt er das ganze Alphabet durch, wenn er fertig ist? Hauptsache erstmal VW beherrschen, ne? Voll die Schleichwerbung hier. So, also das wird wahrscheinlich genau das gleiche sein, nur, ja, die Erweiterung vom V-Schlag. Könnte ich mir vorstellen, gucken wir gleich mal. Wenn wir fertig sind mit dem Begutachten dieses wunderschönen schwarzen Screens. So, was haben wir? Technik für Justine. Und Justina Technik hier. Warte, nein, hä? Kann ich mir das hier gar nicht im Menü angucken, was das macht? Nee, ne? Weil wenn ich jetzt X drücke, kurioserweise verlässt er dann das Menü hier wieder. Aber, womit kämpfe ich denn gerade? Ich kämpfe gerade mit einem Schwert, ne? Eigentlich müsste ich dann für das nächste auf Axt oder Keule ausweichen. Warte mal.
Warte mal, warte mal. Justine, weglegen, Waffe. Ich habe aber 100 Pro in meiner Kiste noch andere Sachen gebunkert. Und auf die sollte ich dann auch mal zurückgreifen, wenn die Zeit reif ist und wir wieder davor stehen. Hier ist noch was zu sammeln. Warte mal, erstmal muss ich kapieren, wie ich hier laufen kann. Was war das nochmal? Ich weiß nur noch schönes Fläschchen. Das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen. Nee, das schöne Fläschchen war damals aber was anderes. Lebtrank. Bestimmt ein Trank für die Leber. Hat bestimmt gar nichts mit Leben zu tun. Ach, das Skelett klimpert hier die ganze Zeit. Ich bin so dankbar, dass man die Gegner hier sieht. Also an diesem Ort wären mir so Zufallskämpfe, also so klassische Zufallskämpfe, glaube ich, richtig auf die Ketten gegangen. Ich will kurz nochmal gucken. Ich weiß, ich habe das Ding schon mal gefunden. Ich will trotzdem kurz gucken, was es mit diesem Lebertran-Trank auf sich hat. Warte mal, der ist nicht hier. Da haben wir ihn. Erweckt Eingefallenen von den Toten. Quasi Lebenstrank, Wiederbelebung. Ja, erscheint logisch. So, wollen wir? Ich glaube, ich speichere nicht, oder? Komm, wir erhöhen jetzt einfach mal den Spannungsfaktor künstlich, minder bemittelt, indem ich einfach nicht speichere. Und wir uns höchstwahrscheinlich dem nächsten Boss stellen werden. Vorsichtig, ich habe ein ungutes Gefühl, als ob ein Raubtier auf Beutesuche ist. Mhm. Nein, nein, das wird kein Boss. Überhaupt nicht. Guck mal, wie die Fischis links und rechts uns angaffen. Aber Fina, das ist ein Geisterschiff. Wie sollte es seine Beute fangen? Hm, Justin, die Beute ist schon hier. Aha, hier? Meinst du uns? Na, das hab sogar ich verstanden. Und ich bin schon schwer vom Begriff, ja. Justin, sieh dich vorsichtig um, sonst könnte es tödlich sein. Okay. Komme ich jetzt hier rein oder nicht? Tür ist auf jeden Fall offen. Ja. Aber was meinte sie denn mit sieh dich vorsichtig um? Was ist das denn? Was war das denn gerade für eine komische Musik? Geräusch, was auch immer. Ich bin ja etwas irritiert. Komme ich eigentlich wieder zurück? Ich sehe nichts. Nee. Es war von dieser Seite abgeschlossen. Hm, was ist mit diesem Schloss? Es geht nicht auf. Lass mich mal. Da, nicht abgeschlossen. Los. Unglaublich, Fina kann alles. Hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Sind wir von hier gekommen oder ist hier jetzt der richtige Weg? Wir müssen von hier gekommen sein. Ich sehe nichts. Ich glaube, ich habe so eine Art Shortcut gefunden. Ich könnte jetzt das Geisterschiff also wieder verlassen. Es sei denn, das Spiel hält mich auf, aber wir gucken uns natürlich um. Aber über welchen Weg bin ich denn damals hier reingekommen? Oh, schon wieder so ein Fremdschämen-Moment, ne? Ach, hier rüber. Da führt eine Treppe runter. Alles klar. So, nee, gut, komm. Zögern wir das nicht länger hinaus. Ein bisschen Bammel habe ich schon, aber ich bin natürlich auch gespannt. Dann gucken wir Geisterschiff Kapitän Skajüte. So, kommentiert ihr das hier? Ja. Hm, die Küstenlinien stimmen nicht ganz. Muss eine sehr alte Karte sein. Okay, gut, dass du uns aufklärst. Ich glaube, Justin und Sue wäre das nicht aufgefallen. Noch nicht. Wir sind ja quasi Abenteurer in Ausbildung, ne? Okay, hier bewegt sich eine ganze Menge. Das sieht aus, als würde ein Geisterkapitän das Schiff tatsächlich steuern. Oh, welch Wunder. So, mehr kann ich ja an den Rändern nicht tun. Wow, ein Schiff mit Ruderpinne sieht man heutzutage ziemlich selten. Ja, es ist wirklich ein Geisterschiff. Okay. Hier bin ich auf jeden Fall nicht richtig. Dieses komische Geräusch, Querstrich, Musik, was ich vorhin gehört habe, das kam hier aus diesem Raum. Oh, oh. Hey, was ist das? Sieht aus wie das Logbuch vom Schiff. Vielleicht finden wir im Logbuch des Rätsels Lösung. Lass es uns mal lesen. Okay. Das Schiff war schließlich in den Armen der Bestie gefangen. Wir mussten halten. Wir müssen das verfluchte Monster töten oder die Reise ist beendet. Es endet hier. Mhm. Monster, was könnte das bedeuten? Monster bedeutet bestimmt nicht, dass es hier Monster gibt. Mhm. Nee, nee, glaube ich nicht. Sch, ruhig, hier ist irgendwas. Vorsichtig, irgendetwas. Man muss schon richtig vorlesen können, Nigoya.
Du bist aber groß. Holy shit. Vorsicht, das ist das Monster. Das Monster brauchst du auch nicht in Anführungsstriche setzen. Die Bezeichnung ist schon mehr als treffend. Oh Gott, ich habe Angst. Ist das hier im Kampf auch so groß, das Ding? Ja, na, nicht ganz so groß. Nee, von der Relation ein bisschen kleiner. Okay, ja. Ich habe doch so eine... Warte mal, ich habe doch so eine coole Spählinse. Wobei wir ja gelernt haben, deswegen verzichte ich jetzt auf den Einsatz von so einer Linse, dass Wassergegner empfindlich gegen Feuer sind und andersrum. Und wenn das hier kein Wassergegner sein wird, dann weiß ich auch nicht. Ich frage mich gerade, wenn ich den mittleren Teil jetzt anzaubere, trifft das auch die Fangarme von dem? Zeig ich mal an. Oder ist das zu weit weg? Okay, das trifft alles. Aber, ja, das Ding hält ein bisschen was aus. Bei ihr möchte ich ganz gerne die Heilung erstmal noch aufbewahren. Und sie kann, genauso wie Justin, auch dann auf die Ranken-Tentakeln Fangarme gehen. Ich weiß nicht, wie ich das benennen soll. Wir können uns jetzt mal den W-Schlag angucken. Der ist verdammt teuer, aber ich hoffe, der wird auch genauso effizient sein, wie der Preis das einfach vermuten lässt. Das klang aber nicht. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas mit W oder so. Ja, der hat das doch auch irgendwie wie irgendwas genannt, ne? Also beim V-Schlag. So, und bei ihr? Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, wir fahren schon am besten, wenn ich den die ganze Zeit entzünde, oder? Oh, Flame Burner! Ich frage mich nur, ob es nicht effizienter wäre, wenn ich links und rechts auf seine... Oh, Feuersäule gelernt. Sehr schön. Finde ich gut. Das werden wir direkt in der nächsten Runde mal ausprobieren. Ich hoffe, dass die MP dafür noch reichen. Ja, ist aber cool. Das ist echt ein Bosskampf nach meinem Geschmack. Sprach sie und starb im nächsten Moment. Ja, so ganz tot sind wir noch nicht. So, hier habe ich jetzt ein kleines Problem mit meinem ZB. Ah, warte mal, ich kann ja meine Granate schmeißen. Bevor ich das in diesem Let's Play gar nicht mehr hinbekomme. 30 TP, Feuerreichweitenangriff. Das klingt super. Werfen wir das mal in die Mitte. Alle heilen, was? Oh nö. Oh nö, das hast du jetzt nicht ernsthaft gemacht. Böses Duzi-Du. So war das aber nicht abgesprochen hier. Ja, ich glaube, in Summe ist das schon besser als so ein ganz normaler Kombi-Angriff oder sowas. Ja, ich weiß nicht, wofür ich die Granaten sonst aufbewahren soll. Ich guck mal, ob sich das bemerkbar macht, wenn ich jetzt eine Seite angreife. Oder ob sich der Schaden verteilt. Ist ja auch immer mal wieder anders von Spiel zu Spiel. Eigentlich habe ich gar nicht die Mitte von dem angegriffen. Kann es sein, dass wenn ich Flächenangriffe aktiviere, dass der generell halt... Ach, guck mal, das ist schon Stufe 2 hier. Wow, aber das werde ich jetzt einmal einsetzen können und dann habe ich fast keine ZP mehr. Das ist irgendwie auch ungeil, aber ich will das jetzt unbedingt sehen. Und wer weiß, wie stark das ist, was? Das macht aber... Hat der Gegner mich gerade an sich rangezogen? Sag ich, halt von der Feuersäule jetzt nicht erwischt, die ziemlich cool aussieht. Jawohl, boah. Also der Schadensunterschied ist auf jeden Fall ordentlich. Mir missfällt gerade, dass ich so nah an den Gegner dran stehe. So wollte ich das eigentlich nicht. Jawohl, ein Arm ist weg. Das ist schön. So, warte mal. Dann kann ich jetzt, wer ist denn... Nee, warte, Dings ist dran, Fina ist dran. Das heißt, ich möchte ihn jetzt gerne wieder burnen sehen. Und das zweite Ärmchen, das kriegen wir auch noch platt. Und jetzt werde ich nochmal auf eine Granate zugreifen. Ich hatte doch noch eine, oder? Die war im Justin-Menü. Die war im Justin-Menü, deswegen wird das nichts. Das heißt, wir greifen jetzt das Ärmchen hier an. Ich
freue mich gerade voll, dass wir die Feuersäule beherrschen. Ich möchte unbedingt, dass Fina mehr MP bekommt. Oh, das war fies. Das hat ganz schön gesessen. Ich glaube, so wird beim nächsten Mal erstmal eine Runde heilen. So, Brennen geht immer noch. Brennen ist irgendwie so schwach im Vergleich zu Feuersäule. Ja, ich weiß, ist ja auch Stufe 1, Stufe 2. Macht halt Sorge, dass der sich auch heilen kann. Oh, das sieht ein bisschen kritisch aus. Oh ne, der kommt, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, sogar noch einmal an die Reihe, bevor Sue heilen kann. Oh Gott, ich hoffe, sie wird den nächsten Angriff irgendwie überleben. Es sei denn... Warte mal, es klingelt mein Handy. Ich kann gerade leider nicht ran. Oh, wie mich das annervt. Ich hasse es, wenn es auf meinem Schreibtisch liegt und dann die ganze Zeit vibriert. So, fliehen möchte ich nicht. So, was haben wir denn hier noch? Was denn zeigen? Verbrauche ich damit einen Zug? Tifi, was? Wie heißt der? Tifi King? Tifi King. Ja, alles klar. Lieber Tifi King als Beefy King, ne? Ich glaube, dann wird er auch ein bisschen anders aussehen. Ja, ich wollte jetzt eigentlich gucken, ob er hier noch Granaten hat, und die hat er. So, schmeißen wir mal danach. Also nach dem Gegner. Guck mal, da liegt voll Gold auf dem Boden. Geld auf der Straße gefunden. Das war keine richtige Straße, aber ich darf es trotzdem behalten, oder? Okay, Gott sei Dank kommt sie jetzt. Aber guck mal, das verstehe ich nicht. Weil unten rechts sieht das so aus, als wäre eigentlich der Gegner noch vor Sue an der Reihe. Also ist er wahrscheinlich... Ach ja. Ja, Sue wird jetzt wahrscheinlich, wenn ich einen Zauber auswähle, auch erst rankommen. Ja, nachdem der seinen nächsten Angriff gecastet hat. Und dann ist es vielleicht schon zu spät. Sie lebt noch. Sie lebt noch, kleine Sue. Ich hoffe, dein Heilzauber ist stark genug, um uns alle... Der Zauber wurde jetzt unterbrochen? Oder wurde der zeitlich nach hinten geschoben? Ich glaube, der wurde unterbrochen, ne? Das ist gerade so ziemlich gar nicht gut. So ziemlich gar nicht gut. Fast schon etwas untertrieben. Heilt 60 TP der Gruppe. Ist wahrscheinlich voll wertvoll, ne? Aber ich glaube, ich werde das jetzt trotzdem nehmen müssen, weil ich habe irgendwie nicht so Böcke, den Kampf jetzt hier nochmal zu machen. Und ich denke mal, für Bosskämpfe ist das durchaus legitim, das einzusetzen. Vielleicht kann man das auch irgendwann kaufen. Vielleicht können wir das auch jetzt schon kaufen. Ich weiß es nicht. Ob das nicht mehr so genau im Hinterstübchen. So, aber warte mal. Wir haben hier 7 ZP. Haben wir... Es gibt für jede Stufe so ein separates ZP-Kontingent, oder was? Okay, das ist auch ziemlich ungewöhnlich, finde ich. Aber interessant. Frage ist natürlich, ob ich jetzt zum Beispiel für Stufe 2 überhaupt irgendwann irgendwie die Möglichkeit habe, das zu erhöhen. Wahrscheinlich durch Level-Ups, da bin ich mir irgendwie fast sicher. Und darüber hinaus, keine Ahnung. So, sie hat jetzt dadurch, dass sie ihren Heilzauber nicht einsetzen konnte, auch keinen Verbrauch gehabt. Das ist immerhin fair. Gucken wir mal. Geht der Tentakelarm jetzt weg hier? Müsste eigentlich danach... Jawohl. Sehr schön. Es ist die große Frage, ob er sich die irgendwann wieder zurückholt. Aber jetzt werde ich einfach nur noch raufkloppen. Und hoffen, dass er irgendwann ins Gras beißt. Mit ihr halt zaubern. Ich könnte auch diese Lähmungspeitsche nehmen, aber... Nö, kein Bock. Nicht irgendwann mal sehe, dass die Sterne auf Max sind. Ich glaube, ihr habt mir irgendwann mal geschrieben, dass das irgendwie so besonders gekennzeichnet ist, wenn das Maximum erreicht ist. Und darauf spekuliere und warte ich jetzt und werde die ganze Zeit einfach alles auspacken, was ich noch an Special Attacks und Techniken da habe. Prost! Der hat sich ja aber auch nur einmal geheilt, ne? Bisher im Kampf. Finde ich gut. Also würde der das öfter machen, dann wäre das ja alles deutlich kniffliger. Aber so geht das schon klar. Will ich meinen. So, hier sind wir bei 8. Ne, ich glaube, Justin wird jetzt bis zum Ende des Kampfes nur noch mit Kombi-Attacken um die Ecke kommen.
Aber der wird es auch nicht mehr so lange machen. Ja, cooler, würdiger Boss auf jeden Fall. Nicht zu leicht, nicht zu schwer. Also für meinen Geschmack genau richtig. Darf gerne so weitergehen. Ja, was hast du davon? Ist zwar kein richtiger Geist gewesen, aber vielleicht war es auch nur das Vorgeplänkel und der richtige Boss kommt jetzt erst. 2000? Für dieses Spiel ist das eine ganze Menge. Wenn man bedenkt, was für kleine Kleckermengen man immer bekommt. Zu ist gerade aufgestiegen. Was für kleine Beträge man immer durch die Standardkämpfe bekommt, ist das heftig. Also alle Männer auf diesem Schiff wurden von dem Monster angegriffen. Zweifellos, es muss das Schiff attackiert und die Menschen gejagt haben. Jesus, was war das? Ich sagte, es kommt bestimmt noch irgendwas. Oh nein, dieses Schiff sinkt. Das wollte ich nämlich vorhin auch fragen, als das Ding da durch den Boden gebrochen kam, wie das denn sein kann. Justin, schnell, wir müssen weg. Wir sind verloren, wenn wir untergehen. Muss ich mich jetzt wirklich beeilen? Ich habe ja gerade eigentlich eher so die Ruhe weg, ne? Ey, das wäre so krass. Warte mal. Wenn man dann den Kampf einfach nochmal machen müsste und einfach Game Over hätte, wenn man hier zu krass trödelt. Ich weiß nicht, ich glaube, als Entwickler wäre ich so gemein und würde das auch hier und da tatsächlich mal so einbauen. Aber wir haben es ja nicht weit nach draußen. Hoffentlich reisen wir jetzt auch mit Fina weiter. Ich habe mich jetzt so an sie gewöhnt. Ich feiere die Zauber hier total. Ich will weiter zaubern können. Kann mich nicht bewegen. Oh nein, was machen wir bloß? Das Schiff geht unter. Titanic 2.0. Keine Sorge, überlass das mir. Das heißt, wie lautet der Plan, Mademoiselle Fina? Ein Spitzenabenteurer weiß, wie er rauskommt, bevor er reingeht. Aha. Na, jetzt geht's ja los, ey. Die ist echt cool drauf. Ey, wenn ich dieses Spiel als Kind kennengelernt hätte, wäre ich, glaube ich, mega der Fina-Fan gewesen. Komm, schnell, kletter an dem Seil hoch. Wo auch immer sie das befestigt hat, irgendwo am Mast. Aber das sieht ja irgendwie nicht danach aus. Hä, wo klettern die denn da gerade hoch? An wem oder was? Okay, ich glaube, das soll gerade der Klang eines sinkenden Schiffes sein. Dabei klingt das eher wie ein sterbender Wal. Aber okay, vielleicht sind das auch nur die Klagelaute der dahinscheidenden Geister. Keine Ahnung. Ah, Elisabeth hat uns gerettet. Alles klar. Danke, Elisabeth. Es gibt im Anschluss bestimmt wieder zusätzliche Streicheleinheiten. Hm. Aber nicht von uns. Mm-mm. Wow. Boah, wie das gerade blendet. In meinem Zimmer ist es gerade richtig dunkel. Ich bin so froh. Alle waren so nervös. Wir sind so froh, dass ihr gut zurück seid. Dass ihr gut zurück seid. Das war gar nichts. Das Geisterschiff war einfacher als Deckschrubben. Naja. Also wenn Fina nicht gewesen wäre, wärst du jetzt Fischfutter. Hi, das muss ich erzählen. Oh ja, es gibt Neuigkeiten. Ich darf auf dem Schiff arbeiten. Im Maschinenraum. Sie sind gerade dabei, die Maschine zu reparieren. Was sagt man dazu? Schön für dich. Schön für dich? Gar nicht verachtungsvoll. Dieser riesige Tintenfisch hat die Maschine angehalten. So ein Viech. Ich habe es dir immer gesagt. Es gibt keine Geister. Stimmt's, Kapitän? Gute Arbeit, Fina. Nun schaffen wir es zur neuen Welt. Du bist zuverlässig. Oh, Kapitän, nicht nur ich. Danke sehr auf Justin und seiner Freundin. Seine Freundin hat auch einen Namen. Müsstest du eigentlich kennen nach der Zeit, die wir uns auf dem Schiff aufgehalten haben. Wir drei zusammen haben das Geisterschiff besiegt. Natürlich. Also, du hast ganz recht. Ich habe mich nicht vorgestellt, dass die so etwas... Ich habe mir nicht vorgestellt, dass die so etwas können. Um ehrlich zu sein, ich auch nicht. Du warst ein richtiger Abenteurer. Du bekommst die besten Noten für dein erstes Abenteuer. Du hast dich da gut geschlagen, Justin. Herzchen. Nun danke, das ist etwas peinlich. Sonst bist du nicht so, Justin. Du kriegst ja einen roten Kopf. Na, wenn da mal nicht was geht. Ich weiß nicht, ich finde trotzdem nicht, dass die ein schönes Paar wären. Hui, was sagst du? Okay. Erstmal eine Runde lachen. Naja, sollen sie das genießen, ne? Der nächste dramatische Moment kommt bestimmt. Nein, ich freue mich doch für sie. Der ist aber auch sehr gespannt auf neue Palmen.
War auf jeden Fall cool, dass wir zwischendrin mal wieder ein bisschen kämpfen konnten. Weil diese ganzen textlastigen Folgen hier auf dem Schiff und dann direkt im Anschluss wahrscheinlich die nächste Riesenstadt, das wäre ja schon ein bisschen dialoglastig in Summe gewesen. So, sind wir jetzt da oder immer noch auf der Fahrt? Beachtlich, was ihr da vollbracht habt, wirft ein ganz anderes Licht auf euch. Ihr habt euch nicht bloß als Abenteurer aufgespielt. Ihr seid sicher müde. Meldet euch zurück und dann geht gleich ausruhen. Alles klar. Nein, ich möchte erstmal speichern. Und dann will ich erstmal gucken, ob ich jetzt nicht schon ausgeruht bin. Ist es jetzt abends oder bin ich gerade frisch aufgestanden? Wie viel Uhr haben wir? Ich brauche eine Uhrzeit in meiner virtuellen Umgebung. Aber erstmal speichern. Mannschaftsunterkünfte. Okay, zeig mal an hier. Unsere SP sind nicht gefüllt. Müssten die sich denn füllen bei einer Übernachtung? Ich weiß es nicht. Ich habe mir solche Sorgen gemacht, als das Geisterschiff aufgetaucht ist, aber es ist gut ausgegangen. Dank der Seegeister und dank eurer Hilfe. Siehst du, was denkst du jetzt über uns? Tja, sieht so aus, dass die Seegeister euch jetzt tatsächlich gern haben. Natürlich, eine schöne Dame wie mich müssen sie doch gern haben. Na klar. Reife Leistung für euch, Festlandmatrosen. Ich sehe euch jetzt in einem anderen Licht. Das war das Ziel. Sehr schön, wenn wir ihn überzeugen konnten. Ja, dann kostet die Welt gar nichts mehr. Hurra, Finasu und ich haben das Geisterschiff vertrieben. Ja, ich werde mal ein großer Abenteurer sein. Das bist du schon und ein großer Seemann und ein großer Abenteurer. Ich habe da gerade ein und zu viel vorgelesen. Aber egal. Ey, man muss wirklich mal so Bullshit-Bingo mit dem Wort Abenteurer spielen. Ich glaube, es gäbe keine Folge, wo man nicht mindestens ein Kreuzchen setzen könnte. Beachtlich, was ihr da vollbracht. Achso, das kennen wir doch schon. Warte mal, nein. Nein. Verstehe, alle haben sich um euch Sorgen gemacht, aber überspannt den Bogen nicht. Auch Ruhe ist wichtig. Alles klar. Weißt du, erst quälst du uns mit dem ganzen Deckgeschrubbe und jetzt ist plötzlich auf einmal Ruhe wichtig. So, warte mal, da war doch vorhin die Rede vom Maschinenraum und einem Typen, der jetzt einen neuen Job hat. Treffen wir den jetzt hier an? Bist du der? Was du nicht sagst, ein riesiger Tintenfisch fing das Schiff. Selbst. Wenn es ein Monster war, mag ich nicht gegen einen Tintenfisch verlieren. Das Schiff muss klar gemacht werden. Der Stolz des Handwerkers. Ja, ist doch gut. Hihihi, hör zu, der Tintenfisch. Was? Hör zu, du Tinten. Ich kann euch wieder nicht lesen. Hör zu, du Tintenfisch. Das nächste Mal schleppe ich dich den ganzen Weg bis nach Neuparm. Sir, sie machen mir Angst. Hör zu, du Tintenfisch. Hör zu, der Tintenfisch. Ergibt total Sinn. So, Tag der. Justin, du hast meine geliebte Jennifer vor dem Geisterschiff gerettet. Tausend Dank. Ich hab's aber nicht nur getan, um die Maschine zu retten. Ich habe ein Abenteuer gesucht. Ding, ding, ding. Meinen großen Mut nicht zu vergessen. Tja, wenn du zurück am Palm bist, besuch mich. Ich verschaffe dir eine Fahrt mit der besten Ausrüstung. Okay. Ich komme auf dich zurück, Kumpel, auch wenn ich nicht weiß, wie du heißt. Und erst recht nicht weiß, wo ich dich finde. Hihi, sie läuft gut, so muss es sein. Justin, ist dir nicht heiß? Ich schwitze total. Tja, offenbar nicht. Ich hätte jetzt fast damit gerechnet, dass er darauf hinweist. Ein Abenteurer bringt so schnell nichts mehr ins Schwitzen. Nichts mehr ins Schwitzen, ja, das war korrektes Deutsch. Glaube ich. Ja. So, hier ist nichts los. Tag die Dame. Ich habe mir sagen lassen, dass dieses Mädchen, Fräulein Fina, ausgesprochen verlässlich ist. Denkst du, sie wird meinen Sohn heiraten wollen? Sie wären ein gutes Paar. Nein, das wären sie nicht. Eine starke Frau wie Fräulein Fina wird meinen Sohn beschützen können. Nein, das will sie nicht. Also sie will das schon, aber nicht, weil dein Sohn Sonderstatus genießt, sondern weil sie wahrscheinlich jeden beschützt, der beschützenswert ist, aber heiraten wird sie ihn nicht. Hey Justin, ich habe gehört, du hast das Geisterschiff vertrieben. Jetzt bist du ein ausgewachsener Seemann. Nicht ganz, ich bin ein ausgewachsener Abenteurer. Ding, ding, ding.
Jetzt verstehe ich. Na, Justin, sag mir doch die Regeln der Abenteurer. Schon wieder? Oh Gott, nein, ich hatte beim letzten Mal so viel Rateglück. Kein Essen, kein Abenteuer. Lebe mit Lebensfreude, schließe neue Welten. Ich würde am ehesten das Unterste nehmen. Ah, das ist meine gute Redensart, denn schließlich haben wir Seeleute und Abenteurer die neue Welt entdeckt. Hehe, so ist es, sie haben es erfasst. Ich ständig richtig rate. Du bist jedenfalls ein bemerkenswerter Mann. Ich bete für dich, mein Bruder. Nenn ihn bitte nicht Mann. Der hat schon genug Selbstbewusstsein. Der denkt jetzt wahrscheinlich, dass er noch größer ist, als er es vorher schon dachte. Ich dachte, jetzt geht die Fragerei weiter. Fräulein Fina ist bewundernswert. Bei so einer Freundin würde ich mich so sicher fühlen wie bei Mama. Hört, ihr wisst nicht zufällig, auf welchen Typ Mann Fräulein Fina steht? Ich kenne sie noch nicht zu 100%, aber ich glaube nicht, dass du dazu gehörst. Also ich will es nicht ausschließen, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie besondere Präferenzen hat, aber bestimmt keine Muttersöhnchen. Danke, Sohn. Schon wieder spricht sie mir so ein bisschen aus der Seele. Was sagst du da? Ich bin doch kein Muttersöhnchen. Ich stehe meiner Mama nur sehr nah. Das kannst du laut sagen. Ich habe meine Mama nur echt lieb. Das ist doch normal, oder? Ja, ist es auch. Er hat ja auch recht. Trotzdem ist das ab einem bestimmten Ausmaß nicht mehr so wahnsinnig attraktiv, ne? So, Mr. Justin, ich höre, Sie haben das Geisterschiff vertrieben. Ist das wahr? Natürlich, es war ein großes Abenteuer. Wirklich großartig, erzähl mir alles darüber. So viel Zeit haben wir gar nicht. Ein Abenteuer auf einem Geisterschiff, das gibt eine herrliche Reiseerzählung ab. Wäre das nicht ein Geschenk? Überlassen Sie das nur mir, würde ich gerne sagen, aber vor lauter habe ich alles vergessen. Vor lauter was? Ich glaube, da fehlt ein Substantiv. Das sieht ihr ähnlich, Justin. Ja. Oh, wie schade, da muss ich mir eben was anderes einfallen lassen. Machen Sie sich keine Sorgen, ich kann Ihnen die Geschichte später erzählen. Ob er sich die von Sue auch erzählen lassen möchte? Von einer Achtjährigen? Ich weiß es nicht, aber er hat nicht Nein gesagt. Hey, Bootsjunge, ich habe gehört, du hast das Geisterschiff besiegt. Respekt! Ich bin doch nur Schiffsjunge. Ich bin ein ausgewachsener Abenteurer. Uhaha, jetzt verstehe ich. Dann gibt es wohl kaum mehr was ich dir beibringen könnte. Hey du, Schiffsjunge, hör gut zu. Sei ein guter und gewitzter Seemann, das ist das Beste, was ich dir sagen kann. Die Brustbehaarung bestimmt den Wert eines Mannes, sein größter Schatz. Ey, das ist doch mal eine Antwortoption gewesen, als die Schiffsregeln da abgefragt worden sind. Und da habe ich mich damals noch gegen das Brusthaar entschieden und das war richtig. Hör zu, Brusthaar macht den Mann aus. Arbeite hart und krieg Brusthaar. So wie mein tolles Brusthaar. Das ist eine Kombination mit der Betonung irgendwie. Total das bekloppte Wort. Also habt ihr dieses Schiff gerettet? Das muss daran liegen, dass die Geister meine Gebete erhört haben. Nur daran. Sagen Sie, worum haben Sie denn gebetet? Ich habe mir gewünscht, dass unsere Arbeit leichter werden sollte. Aha. Nun, derart in der Klemme musste ich an meine harte Arbeit denken. Sogar meine Gebete haben sich geändert. Also, Sie müssen ernsthaft beten. Mal hängt vielleicht Ihr Leben davon ab. Hat sich Justin gerade über ihn lustig gemacht oder meinte er das ernst? Ich bin mir nicht so ganz sicher. So kann ich den kleinen Mann irgendwie noch nicht einschätzen. So, hier unten geht bestimmt auch wieder die Post ab, ne? Ausgezeichnete Arbeit, Justin. Komm doch in die Garleil-Armee, dann kämpfen wir gemeinsam. Verzichte dankend. Von ihnen in die Mangel genommen zu werden, muss übler sein als von den Riesenkraken. Ich werde jedenfalls Abenteurer. Zum Soldaten tauge ich nicht. Ey, wir bräuchten echt ein Abenteuer- und Abenteurer-Counter. Bin gespannt, welches Wort hier häufiger auftaucht in dem Spiel. Schade, die Garleil-Armee könnte zurzeit ein paar tüchtige Männer wie dich gut gebrauchen. Aber selbst wenn Justin Soldat würde, würde er dauernd runtergeputzt werden. Schon wieder einer, der ihn Mann nennt, obwohl er noch ein Junge in der Wachstumsphase ist. Danke, Justin. Dank dir sind meine lieben Ratten zurückgekommen aufs Schiff, Fiebs. Ich will dir im Namen der Ratten danken, Fiebs. Danke, Fiebs.
Also Fieps sollen wahrscheinlich Rattengeräusche sein, aber sorry, ich weiß zum besten Willen nicht, wie ich das jetzt hier nachmachen soll. Sagen Sie, ist das Rettisch? Ist das Rettisch? Ich glaube ja. Ich glaube, er hat deine Frage nicht verstanden, aber ich glaube, ich kann für ihn antworten. Als das Geisterschiff aufgetaucht ist, dachte ich echt, wir wären erledigt. Gut gemacht, Justin. Ein Abenteurer steckt nie auf, komme, was da wolle. Justin hat das sicher in einem Buch gelesen. Wahrscheinlich. Justin, du wirst gut durchkommen, auch in der neuen Welt. Wenn wir da jemals ankommen. Wenn wir da jemals ankommen, mal gucken. Gute Arbeit, Justin. Ich bin mir sicher, du schaffst es bis ans Ende der Welt. Klar schaffe ich das. Ich bin ja schließlich Abenteurer. Also wenn ich jetzt eine Facecam hätte, dann müsstet ihr mir einfach nur ins Gesicht gucken und wüsstet, was ich denke. Justin muss auch immer übertreiben. Ein bisschen. Justin, du wirst da drüben gehörig mitmischen. Vielleicht bist du zu gut für die neue Welt oder auch nicht. Das wird sich noch zeigen. Erstmal ankommen, darin wird die größte Herausforderung bestehen. Hey Justin, froh, dass du zurück bist. Wie ein echter angehender Abenteurer. Sehen wir mal, ob du verletzt bist. Herr Schiffsarzt, nur keine Spritze, bitte. Ein angehender Abenteurer kann doch vor einer Spritze keine Angst haben. Na gut, dann kriegst du eben drei. Voll der Sadistenarzt. Yes, es, ich bin in Ordnung, völlig. Na Justin, jedenfalls bist du jetzt ein ordentlicher Seemann geworden. Ich glaube, der will aber nicht als Seemann betitelt werden, sondern als Abenteurer. Deine Abenteuergeschichten haben mir neue Kühnheit verliehen. Na, warte, wenn ich dich kriege. Wen meinen Sie? Den Mann, der immer meinen Apfelkuchen gestohlen hat. Ich finde ihn und werfe ihm zur Rache Kuchen ins Gesicht. Okay. Deine Abenteurergeschichten haben mir neue Kühnheit verliehen. Na, warte, wenn ich dich kriege. Okay, ja, mal gucken, ob wir uns das Spektakel noch geben werden irgendwann. Die Bedrohung durch das Geisterschiff ist fort. Danke, Justin. Nun kann ich meinen Freund in Neuparm treffen. Na, wenn nicht gut, der Rest der Überfahrt wird sicher. Dafür sind wir da. Oh, Justin, übertreib nicht immer so. Manche Gefahr lauert noch, bevor meine Liebe erblühen kann. Hoffentlich habe ich Glück. Ich beneide dieses Mädchen sehr um ihre romantische Liebe. Ich glaube da irgendwie immer noch, dass da was faul ist an deren Liebe. Irgendwie klingt das zu künstlich aufgesetzt. Bitte behaltet das Geheimnis für euch, sonst lassen die mich über die Planke gehen und platsch rein zu den Haien. Keine Sorge, das sind keine Barbaren, die machen kein Fischfutter aus ihnen. Die werfen sie in einem Fass ins Meer. Ich glaube, das kennen wir schon. Nein, nein, bitte nicht ins Fass, bitte sagt niemandem etwas. Bin mir nicht ganz sicher. Wenn die erfahren, dass ich blinder Passagier bin, komme ich in das Fass dort oben. Bitte sag niemandem etwas. Okay. Nee, weil ich hatte dem, glaube ich, schon mal irgendwie vorgeschlagen, auf seine Bitte einzugehen oder so. Irgendwas mit Läuse und Zecken. Ah, ich glaube, das hier ist aber neu. Vergiss nicht, die großen Abenteurer Justin und Fina und Sue und Pui zu erwähnen. Hey, echt eine hübsche Kabine. Da ist was los und ein Arzt ist hier. Nicht so viele Läuse und Zecken. Ja. Ich weiß nicht, ob der Arzt so ein ganz guter ist, kann ich nicht einschätzen. Der wollte mir drei Spritzen verpassen. Ach, obwohl das Geisterschiff fort ist, fühle ich mich nicht besser. Ob das die Liebe ist, mir dreht sich der Kopf und ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ja, Liebe. Aber mein Fräulein, Sie sehen nicht besonders gesund aus. Sind Sie vielleicht seekrank? Das Herzstechen ist der Beweis, es muss die Liebe sein. Und da, bittere Süße, schwebt mir ums Herz. Ups. Ja, Sie sind seekrank. Ach, das Herz sticht mich, aber Liebe muss wohl schmerzen. Was ist eigentlich mit dieser Frau kaputt? Ich verstehe es nicht so ganz. Dann bist du also der, der das Geisterschiff besiegt hat? Vielen Dank. Ich werde meinen Dank in ein Lied fassen und dir schicken. Okay, per SMS bitte dann so, ne? Also per Audiodatei, wenn wir sowas schon haben. Ah, er vertrieb das Geisterschiff. Er ist der Beste der Welt, Justin, der Superheld. Na, wie findest du es? Mein Lied Justin, der Superheld, klingt sogar für meine Ohren gut. Mir gefällt das Lied auch, aber Justin, der Superheld, klingt gut in meinen Ohren. Was? Er beschwert sich nicht darüber, dass man ihn nicht Abenteurer nennt. Was ist denn da los? Als Sängerin muss ich immer und überall Gesangsübungen machen. Ja, das wissen wir schon. Ich werde Neuparm doch wiedersehen. Fina hat uns gerettet. Sie ist die größte Abenteurerin in Neuparm.
Hey, hey, Sie vergessen Justin, den größten Abenteurer von Palm. Sie sind nicht fair. Klar, dass du der Größte bist, denn schließlich, Justin, sind wir beide die einzigen Abenteurer in Palm. Wir beiden. Heißt das nicht für beide? Keine Ahnung. Botschaft ist trotzdem angekommen. Selbst bei Zweien ist es noch gut, der Größte zu sein. Alles Gute in der neuen Welt. Dankeschön. Hurra, ihr lebt noch, ihr lebt. Ich habe mich nicht gefürchtet. Hey, langsam, nicht weinen. Ein Junge muss immer gut dastehen. Warum? Lass ihn nur weinen, wenn er weinen will. Du hast recht, ihr habt das Geisterschiff besiegt, stimmt's? Ja, haben wir. Und trotzdem finde ich es gerade nicht gut, wie Sue ihn zurechtgewiesen hat. So, habe gehört, du hast alle Monster umgebracht. Gut gemacht. Falls du auf dem Geisterschiff irgendwelche Schätze gefunden hast, kriegst du bei mir einen guten Preis dafür. Ich weiß gar nicht, was ich alles verkaufen will. Ob ich überhaupt was habe. Was ist denn... Wow. Mana-Eier. Zum... Komische Eier zum Kaufen von Zaubern. Ich habe dazu mal in einem Kommentar was gelesen. Ich glaube sogar mehr als einmal. Warte mal, wo kann ich denn Zauber kaufen? Gucken wir mal. Ich glaube, die musste man irgendwie irgendwo eintauschen oder so. Und dann ging das. Aber ich gucke jetzt hier nochmal die Läden durch. Ob mir irgendwas einfällt. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Also ich habe jetzt vor dieser Aufnahme die jüngsten Kommentare gelesen. Aber das mit den Mana-Eiern liegt schon wieder ein bisschen weiter zurück. Nö. Kein Plan. Wahrscheinlich muss ich erstmal in irgendeinen Zauberladen oder so. Aber ich wollte trotzdem mal schauen, ob ich irgendwas verkaufen kann oder will. Warte mal. Am besten mache ich das doch, wenn ich hier im Verkaufsmenü bin, oder? Guten Preis dafür. Jawohl. Sinkt er uns schon wieder voll an mit seinem Angebot. Verkaufen. Das hier war doch schlechter, oder? Das irgendwie alles gar nicht mehr zusammen. Boah, nee, wisst ihr was? Ich werde das jetzt alles hier in meiner Kiste bunkern. Was ich nicht ausgerüstet habe. Und wenn ich wirklich das nächste Mal an einem Ort so ein Part beende, Justins Andenken an seinen Vater, lege ich jetzt auch mal ab. Dieses komische Ei nehme ich mal mit. Dann werde ich mal meine ganzen Vorräte, die hier sind, mal durchgehen und gucken, was ich davon verkaufen will, was ich mitnehmen will, mit welcher Waffe ich kämpfen will und hast du nicht gesehen. Irgendwas wollte ich jetzt gerade prüfen. Warte mal, RK. Ach so, sie kämpft mit der Spitzhacke, alles klar. Ich will nur mal kurz schauen, nehmen... Was ich denn hier für Waffen habe. Kann ich das auch irgendwie sortieren? Obwohl, das sortiert sich, glaube ich, von selbst, ne? Weil die Waffen sind ja alle beieinander. So, eigentlich würde ich jetzt ganz gerne mit einer Axt weitermachen. Ich habe einen Bewegungsmalus und hier habe ich weniger Schaden. Aber keine Bewegungseinschränkung. Ich glaube, ich werde mal die Steinaxt mitnehmen. So, weil das weiß ich nämlich noch, damit ich die Techniken sauber von oben nach unten durchlernen kann, quasi. Weglegen. Boah, das kracht aber schon weit nach unten. Das liegt aber nicht an der Waffe selbst, sondern einfach daran, dass er mit den Äxten noch nicht so gut gelevelt ist, ne? Ich glaube, das darf man dann auch irgendwie nicht außer Acht lassen. So, dann haben wir nämlich das. Und dann möchte ich noch mal kurz bei den Techniken gucken. Keule hat sie gerade, ne? Die Spitzhacke gehörte, glaube ich, zur Keulenfamilie. Da haben wir in den Kommentaren... da habt ihr mir das, glaube ich, noch bestätigt, was ich schon vermutet hatte. Und hier hat er jetzt die Axt und müsste dann noch 3 Level aufsteigen. Ja, sollte kein Thema sein. Und danach werde ich ihm auch wieder eine Keule in die Hand drücken, aber das wird noch eine Weile dauern. So, wollte ich noch was machen? Ja, warte. Verstauen, dann kann ich nämlich das Schwert wieder zurückpacken.
Und das mit den Mana-Eiern, das müsste ich dann nochmal schauen, wie das funktioniert. Aber ich glaube, hier bei dem Händler kann ich damit erstmal nichts machen. So, gut, dann haben wir jetzt auf jeden Fall die richtige Waffe für den Justin. Ich hoffe, dass Fina wiederkommt. Ich mache sonst, wenn die nur zu zweit sind, auch so wenig Schaden jetzt mit der ollen Axt. So, ich weiß auch gar nicht, wo was passiert. Wahrscheinlich, wenn wir hier komplett rausgehen. Gibt es hier irgendwas Neues? Nee. Abenteuer erwarten mich. Ja, genau. Das kennen wir, glaube ich, schon. Ich will nur noch gucken, was die Leute hier zu erzählen haben. Wir werden jetzt in dieser Folge auch nicht mehr an Deck gehen. Also wen die Gespräche hier nicht interessieren, der wird dann wahrscheinlich erst mit der nächsten Folge wieder glücklich. Sowas, sowas, hat unser lieber Pui das Geisterschiff besiegt? Was? Nee. Also, nee. Auch mein Gatte ist vor Freude außer sich. Was für eine wundervolle Reise, dass ich Menschen wie euch treffe. Oh, ich dachte, das wäre ein Kerl. Nun ja, soll Pui ruhig das Lob abbekommen. Mhm. Was für eine wundervolle Reise. Achso, das kennen wir schon. Oh, also hat Pui das Geisterschiff besiegt. Beachtliche Leistung. Okay. Oh, Pui, es ist schon in Ordnung. Wir haben es gemeinsam besiegt. Wenn es den Herrn glücklich macht, lassen wir es so stehen, ja? Genau. Oh, also... Okay, jetzt wiederholt er sich. Ja, keine Ahnung. Was ist das hier? Der Club der Pui-Fans oder was? Offensichtlich. Hatte das eine Vorgeschichte? Die waren doch bei unserem ersten Besuch nicht so fixiert auf ihn, oder? Auf ihn, auf sie, auf es. Keine Ahnung, welches Geschlecht Pui hat, aber... Wir werden es wahrscheinlich im Laufe des Spiels auch nicht rausfinden, oder? Ah, also hast du das Geisterschiff vertrieben? Diese modernen Dampfer sind unglaublich. Auf denen gibt es sogar Pagen, die in der Lage sind, die Arbeit von Abenteurern zu erledigen. Der Page ist nur meine Verkleidung. In Wirklichkeit, Trommelwirbel, bin ich der große Abenteurer Justin. Mhm. Der große Abenteurer Justin, göttlich, ich werde in den besten Kreisen von Palm von deinem Wagemut berichten. Justin, du verhältst dich schon wieder unverantwortlich. Ein bisschen. Aber sie scheint das ja trotzdem zu beeindrucken. Wird auf jeden Fall sein Fame-Radius erhöhen, wie es aussieht. Du musst Justin sein, der das Geisterschiff vertrieben hat. Danke, dass du die Überfahrt gerettet hast. Hehe, das war doch das Mindeste, was ich tun konnte als Abenteurer. Ich glaube, das ist der neue Rekord hier in der Folge. Ihr Abenteurer kommt mir ziemlich fähig vor, bin beeindruckt. Gut gemacht, gute Arbeit. Willst du nicht für mich arbeiten als mein persönlicher Leibwächter? Würde ich sicher schaffen, aber ich halte es nicht lange am selben Ort aus. Tja, naja. Immerhin ist er da konsequent, ne? Also egal, was der Typ ihm jetzt für Geld anbieten würde, für Geldmengen, für eine Geldhöhe. Ich glaube, Justin würde sich tatsächlich davon nicht beeinflussen lassen. Und sich quasi nicht von seiner Freiheit freikaufen lassen. So, hallo. Ja, also das Geisterschiff besiegt. Nun können wir es nach Neu-Palm schaffen. Viel Glück in Neu-Palm, Justin. Ich glaube, du machst das ganz gut. Die ersten Groupies hier. Wie es aussieht. Dankeschön. Voll die Herzchensammler sind wir hier. Dank dir kann der Dampfer jetzt wieder fahren. Ich möchte dir danken. Warum begleitest du mich nicht auf meiner Gourmet-Tour? Eine schwere Entscheidung, aber wissen Sie, ich mache lieber die Abenteuertour. Nun ja, das ist sehr schade, aber wenn du ein paar ungewöhnliche Zutaten findest, sag's mir, okay? Solange Pui nicht alles aufisst. Ja, werden wir sehen. Ist Pui so verfressen? Haben wir das schon in Erfahrung gebracht? Jetzt heißt es Abschied nehmen, Sue. Bitte, Sue, würdest du mich küssen? Was? Hallo, geh weg. Oh, nein, nein, mein erster Kuss gehört einem schönen Prinzen. Voll die subtile Beleidigung in seine Richtung. Yeah, in Ordnung. Oh, hast du Nein gesagt? Ich glaube, ja. Aber ich werde dich nie vergessen, Sue, für den Rest meines Lebens. Oh, der arme kleine Junge. Naja, hoffen wir mal, dass wir ihn nicht zu sehr gekränkt haben. Ich habe sogar darauf gewettet, ob du lebend oder nicht vom Geisterschiff zurückkommst. Natürlich habe ich gewettet, dass du zurückkommst. War ein schönes Bündel. Was? Schließt ihr ernsthaft Wetten zu sowas ab? Sir, sie haben an mich geglaubt. Dankeschön. Seit ich dich kenne, Justin, habe ich riesiges Glück. Du bist mein Glücksbringer. Wow, was für ein Kompliment.
Aber so wirklich kennen tun wir uns eigentlich auch nicht, oder? Ach, ich habe eine Wette verloren. Ich habe gegen diesen Spieler gewettet. Ja, und somit auch gegen uns offenbar, ne? Wow, wie schrecklich. Und worauf hast du gewettet? Ich habe gewettet, dass ihr Typen nicht gesund zurückkommt. Zurückkommt. Und wie viel hast du gesetzt? Boah, 10.000 Goldstücke. Mein Gott. Ja. Ich habe die Wette verloren, aber es waren ja nur 10.000 G. Lächerliche Summe für ein Gespräch. Lächerlich? 10.000 Goldstücke? Könnte ich bloß sowas sagen? Ja, da schließe ich mich an, Justin. Ich habe die Wette verloren. Achso, hier wiederholt sie sich. Alles klar. Bisschen makaber, weswegen die so Wetten abschließen, ne? Oder welche Wetten? Oh, Justin, das ist ein guter Zeitpunkt für dich. Oh, Frau Reporterin. Okay, okay. Sie wollen Fina interviewen? Das ist nur teilweise richtig. Ich will die drei Abenteurer interviewen, die das Geisterschiff verjagt haben. Okay, dann leg mal los. Ich werde einen Artikel über dich und die anderen schreiben. Justin. Justin, Punkt. Wartet ab, bis er erscheint. Hehe, etwas peinlich. Ich will aber gut dabei wegkommen, okay? Ja, für welchen Verlag arbeiten Sie denn, junge Frau? Oder alte Frau, das verrät sie uns nicht. Obwohl es gefährlich sein sollte, habe ich Fotos vom Geisterschiff gemacht. Aber du weißt, dass das kein Geisterschiff war. Ist mir doch egal, das Schiff hatte die richtige Atmosphäre, das hat gereicht. Okay, kann ich euch später fotografieren? Schließlich habt ihr Helden das Geisterschiff verjagten. Gute Bilder. So, hier wiederholt er sich. Der wollte ja beim letzten Mal eigentlich schon ein Foto von uns machen, ne? Und hat es dann irgendwie doch nicht getan. Wir sind fast in Neupalm. Ah, wir haben viel zusammen erlebt, aber nun ist es fast vorbei. Wir sind fast... Achso, die wiederholt sich also, ja, von Anfang an. Dank deiner Hilfe werden wir sicher in der neuen Welt ankommen. Ich will versuchen, eine Ranch aufzubauen. Ich würde gerne mal ein Pferd haben. Ist bestimmt cool, als Abenteurer auf einem Pferd die neue Welt zu erkunden. Ich will dich nicht bremsen, aber ich werde eine Schaffarm haben. Es scheint dort viele Schafe zu geben. Ich glaube, das kennen wir schon. Wenn die Ranch läuft, kommt euch die tollen Schafe angucken. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, ne? Ich drücke dir natürlich trotzdem die Daumen. Die Kaffeekanne sieht aus wie ein Fass. Abenteurer würden ihre erfolgreichen Abenteuer mit einer Tasse feiern. Ja, genau, mit einer Tasse Kaffee aus dem Fass. Justin, du kannst keinen Kaffee trinken, also zwing dich nicht. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob ich das witzig oder ob ich das lächerlich finden soll. Ich weiß nicht, ich hätte irgendwie... Captain Griffins Tränen, Lachs in scharfer Soße. Ich hätte irgendwie was anderes genommen. Ich finde Kaffee irgendwie so albern in dem Kontext. Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich eine große Beule am Kopf, ohne zu wissen, woher. Ich kann mich nicht erinnern. Sie müssen hingefallen sein, während Sie getanzt haben. Vielleicht erinnern Sie sich nicht. Getanzt? Ich? Ich studiere zwar Tanz, aber ich könnte nie vor anderen tanzen. Mann, du sagst aber seltsame Dinge. Haha, aber sie blühten so auf, als sie ihr Heidi-Ho tanzten. Wir sagen seltsame Dinge. Ich glaube, der ganze Dialog mit dem Typen war von Anfang an schon etwas seltsam. Aber gut, damit haben wir die untere Ecke jetzt hier, also auf der Ebene, auch einmal abgesucht. Das heißt, wir werden uns direkt in der nächsten Folge auf Deck begeben und dann höchstwahrscheinlich auch Neupalm erkunden, wenn wir denn tatsächlich schon da sind. Das werden wir heute nicht mehr rausfinden, denn ich verabschiede mich an dieser Stelle, bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!